Guten Morgen, ihr alle da draußen. Ich melde mich wieder zurück. Eure Susanne Loray ist da. Wir haben heute wieder ein wichtiges Thema. Es geht ums Spalten, ums Splittern, ums Provozieren. Also wir schauen uns wieder so ein bisschen die Strategien an der narzisstisch- oder psychopathischen Nationalliga da drüben. Und ist ein hochspannendes Thema. Ja, weil ihr werdet sehen, wir sind umgeben von Spaltungen, ob es jetzt Familie ist, ob es im Team ist, ob es in der Verwandtschaft ist oder auch im Großen jetzt auch gesellschaftlich. Und wenn man da so ein bisschen die Regeln kennt, kann ich euch versprechen und ihr durchblickt es besser, da wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen. Ja? Gut, warum bin ich denn jetzt auf das Thema gekommen? Weil toxische Persönlichkeiten, das können, wie gesagt, Hochnarzissten sein, psychopathisch ausgerichtete Leute, ja, weil die eigentlich keine guten Kämpfer sind. Ja, man denkt ja immer, die sind so stark und so mächtig und die zeigen sich ja auch so mit viel PS, aber im Grunde genommen sind es feige Ritter, wenn du so willst. Ja, das heißt, die setzen sich nicht so gern aufs Pferd und die wollen auch nicht unbedingt an der Front ihres Heeres kämpfen, sondern das sind kleine Schreibtischtäter, die hinten in ihrem Wohnzimmer sitzen, ein riesen Reißbrett haben und ihre Strategien entwickeln. Also sie sind die, die das Schachspiel praktisch im Hintergrund oder die Fäden ziehen und ihr werdet es nachher hören, ihre Soldaten rausschicken und diese Spiele erledigen lassen. Und was wir uns da heute mal genau angucken, das kennen ja alle, die Divide et Impera, das heißt, kommt aus dem Lateinischen, heißt so viel wie teile und herrsche, ist eine der Hauptmethoden dieser Menschen, wie sie sehr viel Unruhe in Menschengruppen reinbringen können, beziehungsweise sie teilweise auch damit eliminieren wollen. Also deswegen ganz wichtiges Thema. Woher kommt nun der Spruch Divide et Impera? Also es wird ja verschiedenen Leuten zugesprochen. Die einen sagen, na, das war Machiavelli, 16. Jahrhundert, lässt grüßen. Die anderen sagen Ludwig XI. Aber wahrscheinlich ist diese Strategie, die da außenpolitisch eingesetzt wurde, wahrscheinlich schon ins Römische Reich zurückzuführen. Eigentlich sehr, sehr alt. Oder ich habe dann auch Entsprechungen gefunden, chinesische Zitate. Da ging es drum, oder wie hieß es nochmal, mit dem Hammer eines anderen töten. Also ihr merkt schon auch da ist die Spaltung drin und dass ein anderer quasi auf den anderen losgelassen wird und ihn umbringt. Ja, so wie ist denn jetzt überhaupt die Strategie? Die Strategie ist darin, dass jemand versucht, Keile irgendwo reinzutreiben, Spaltungen vorzunehmen, Risse durch irgendwas reinzubringen, sei es jetzt in der Verwandtschaft oder in der Familie oder wie gesagt, die Systeme können ja unterschiedlich sein, mit dem Gedanken, die Parteien oder diese Teile auseinanderzusplitten, entweder um zu schwächen oder sie letztlich zu führen, zu kontrollieren oder auch platt zu machen. Ich meine, an sich ist ja Teilen per se ja nicht verkehrt. Schau mal, wenn du einen Arbeitsberg hast, du hast ein Riesenprojekt und du teilst es laut Projektmanagement in verschiedene Unterschritte ein, ist doch super, ja? Da kommst du besser zurecht, kannst deinen Berg besser kontrollieren und wirst diese Aufgaben dadurch besser durchführen können. Problematisch wird es, wenn du, stell dir mal ein Bild vor, wenn jetzt jemand einen Wald anzündet und das an 5 verschiedenen Stellen macht, ja, dann kann ich hier totales Chaos ausrichten, weil hier sich die Feuerwehr oder die Leute teilen müssen und wie die verrückten Hühner mit Wassereimern durch den Wald springen und versuchen, dieses Feuer auszukriegen. Also du siehst auch durch dieses Teilen, ja, wird hier die Konzentration auf eine Sache prinzipiell genommen. Aber jetzt schauen wir das mal uns im Einzelnen an. Was sind denn die Absichten, die bei so einer Spaltung dahinter stecken? Weil guck mal, wenn ich jetzt euch fragen würde und würde sagen, so, was glaubst du denn, warum teilt jemand oder spaltet jemand deine Verwandtschaft oder die Familie oder was sind da für Prozesse? Dann würdest du sagen, ah ja, wie hieß es, teile und herrsche, naja, der will halt ein bisschen mehr kontrollieren, der will führen. Es sind aber viel, viel mehr Gründe und die will ich dir mal ein bisschen auffächern, dass du diese Riesendimension erkennst der Absichten und vielleicht dann auch den Transfer besser schaffst in die Familie rein oder den Transfer in dein Arbeitsteam, also beruflich oder sonst wie. Oder vielleicht auch im Hier und Jetzt. Ihr wisst ja, wie sage ich immer, im Kleinen wie im Großen, ja?
Also, führen, kontrollieren ist klar. Wenn ich was aufspalte, kann ich das besser, kann ich die Zügel besser ansetzen. Aber was dazu kommt, ist zum Beispiel, ich würde Teilen, Spalten aufsplittern, weil ich keine Allianzen will, weil ich keine Solidarität in der Gruppe will, weil ich vielleicht die Befürchtung habe, die gehen auf gegen mich vor, weißt du? Und wenn ich die aufsplittere, dann habe ich eigentlich keine relevanten oder starken Spitzen und von daher habe ich diese ganze Front geschwächt. Nächster Grund, ihr erinnert euch an die seltsamen Feuerwehrleute im Wald. Ich kann in kürzester Zeit bei einem oder in einem System, in einer Gruppe, das totale Chaos ausrichten. Ja? Weil wenn ich dann jeden gegen jeden schicke und die Leute vielleicht sogar aufhetze, ja, da kommt in kürzester Zeit ein totaler Verwirrungszustand, Chaos. Keiner weiß, wer ist denn jetzt Freund, wer ist ein Feind, gegen wen muss ich denn da jetzt angehen. Ja? Das haben wir ja auch, das wird ja auch wirtschaftlich oder in der Geschichte oder sonst wie ist es ja oft eingesetzt worden, dass dann jeder gegen jeden kämpfen musste, der Gestreifte gegen den Gepunkteten, der mit den langen Haaren gegen mit den kurzen Haaren. Und so hast du in kürzester Zeit ein Riesenchaos. Ja? Also merkt ihr das mal, es werden Verwirrungszustände hergestellt. Nächster Punkt, du kannst unglaublich gut deine Autorität unterfüttern, wenn du einzelne Abteilungen hast, die du, also wo du die Aufsicht drüber hast. Also die Autorität, die Dominanz, zum Beispiel eines, nehmen wir mal eines narzisstischen Familienvorstands, eines Vaters, der Patriarch ist, ja, der kann besser schalten und walten, wenn er die Frau isoliert von der Verwandtschaft oder die Kinder vielleicht auch durch Rivalitäten untereinander aufsplittet, ja, also dann habe ich mehr Dominanz und mehr Autorität, ich stärke meine Autorität dadurch. Nächster Punkt, ich kann ablenken. Was heißt das jetzt? Nehmen wir mal an, ich habe Dreck am Stecken. Also so sagen wir hier in Bayern. Dreck, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt, Dreck am Stecken. Also irgendwas läuft bei mir faul. Ich will nicht erkennen, dass jemand meine Defizite, meine Fehler erkennt. Ja? Dann werde ich doch versuchen, die anderen dann beschäftigt zu halten und wenn die sich die Rübe da drüben gegenseitig einhauen und sind in diesen Untergruppen miteinander beschäftigt, weißt du, dann bin ich fein raus, ich bin im Hintergrund, ich ziehe die Strippen, aber mir selbst tut keiner was und es kommt auch mir keiner zu nahe und sieht meine Fehler oder meine Defizite. Also ich lenke ab, ich lenke auch die Aggression ab auf was anderes. Ja? Eigentlich sehr, sehr clever. So, nächster Punkt, ich kann dadurch auch, wenn ich jetzt hochnarzisstisch bin oder auch vielleicht psychopathische Veranlagungen habe, kann ich daraus sogar Lustgewinn erzählen. Ja? Also stell dir mal so von früher so ein Kolosseum vor, hockt Caligula, ich glaube der war der, glaube ich der, wo so ziemlich grausam war, diese Brot- und Spieleaktionen, dass dann da unten die Gladiatoren oder diese Leute aufeinander losgelassen wurden in ihrer Todesangst, ja, wenn ich dann zugucke, wie die sich gegenseitig bekämpfen, ist ja klar, als Psychopath finde ich das klasse. Diese blutrünstigen Spiele, wo die sich niedermetzeln, das ist für mich eine Satisfaktion, ich ernähre mich davon und ich gehe danach raus und sage, ey, klasse, da war wieder mal was los. Also ist nicht zu unterschätzen, weil wir haben, ich habe jetzt nochmal die Zahlen ein bisschen recherchiert, wir haben gerade in hohen Positionen, also bei Vorständen, bei Unternehmensführern, in der Juristerei, bei CEOs, also überall, wo Leute an der Spitze sind, auch leider Gottes bei Polizei und so weiter, da haben wir oft Menschen mit psychopathischen Zügen auf jeden Fall, ja. Das heißt, wir haben hier zum großen Teil wirklich Leute, wo man davon ausgehen muss, dass die in diesen Reibereien, in diesen Spaltungen und Zersplitterungen auch ihre Befriedigung haben. Ja, also man geht ja aus auf Psychopathie ungefähr 1% der Bevölkerung, wobei ich das jetzt allerdings nicht glaube, das glaube ich in 1000 Jahren nicht, weil da gibt es eine riesige Dunkelziffer. Ja? Du kriegst doch einen Psychopathen nicht zum Psychiater oder ins MRT rein, ja, in die Untersuchung, weil der würde dann untersucht
wenn er auffällig wird, wenn er kriminell wird oder wenn irgendwas auflegt. Also du musst von viel, viel mehr wahrscheinlich an Prozenten ausgehen. Und in den Führungsabteilungen, in den hohen Positionen, in Politik, Wirtschaft und sonst wo, geht man von jetzt schon ja von über 10% aus. Das heißt, du kannst, wenn du die Dunkelziffer nochmal dazu nimmst, kannst du ja ausgehen, dass hier unglaublich viele Strippenzieher unterwegs sind, die diese Spaltung und Splitterung auch bewusst als Werkzeug nutzen. Soweit schon mal verstanden? Gut, wo ich jetzt mal ein bisschen drauf gucken will, ist das System. Wie wird jetzt gespalten, dass du so eine kleine Übersicht hast? Also du musst einfach vorstellen, wir haben jetzt auf der einen Seite, da haben wir den Initiator, das ist der, der am Reißbrett sitzt, am Schachbrett und entwickelt die Pläne, die Kriegslisten. Also je psychopathischer jemand ist, desto listiger ist er, desto gewiefter, desto strategisch detaillierter arbeitet er. So, diese Pläne gibt er jetzt seinen Soldaten, also das sind speziell abgerichtete Leute, die er dann vorschickt, weil er will ja hinten in seinem Zimmer bleiben, ja. Diese Soldaten wieder spalten, also das sind die, die Botschaft nach außen tragen, die hauen jetzt die Keile in die Mauer rein, ja. Wenn jetzt die Mauer in Keile gehauen ist, oder in Teile gehauen ist, werden diese Teile separiert, also isoliert. Und dann in der letzten Abfolge aufeinander losgehetzt, ja, also auch Gruppen, wo man normalerweise sagt, die würden jetzt nie miteinander irgendwas haben oder Probleme haben. Nein, die werden so aufeinander gehetzt durch Intrigen oder, ihr werdet es gleich hören, Verleumdungen, alles Mögliche, dass die quasi sich jetzt alle paar auf die Mütze hauen, ja. Und was ist das Endresultat? Jetzt haben wir wieder diese, ihr erinnert euch, die umgeleitete Aggression. Die Aggression wird jetzt gegenseitig abgearbeitet, also die hauen sich hier platt. Und der das eigentlich initiiert hat, der sitzt hinten, dreht Däumchen und freut sich an dem, was da vorne auf dem Schlachtfeld passiert. Also das ist so in groben Zügen. Ja? Und die einzelnen Schritte, die haben immer zu tun, ich zähle da mal ein paar einzelne Schritte auf, dass du vielleicht auch für dich erkennst, hat es diese Stufen bei dir gegeben? Kennst du das aus Familie, aus Verwandtschaft, aus dem momentan gesellschaftlichen Geschehen oder aus in deinem Beruf? Ja? Also was immer meistens passiert, ist, dass es Prozesse erstens gibt der Demütigung, der öffentlichen Beschämung, der Diskreditierung, also immer vor anderen, dass die sehen, du wirst hier zerlegt, du bist klein, du bist ein Nichts und du wirst abgewertet. Also du kriegst den Status genommen, du wirst praktisch vernichtet vor dem anderen. Ja? Zweitens, was oft vorfällt, ist, dass über dich Lügen oder Gerüchte verbreitet werden. Also das kennt man ja auch in diesen schmutzigen Trennungen, wo dann toxische Partner in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft überall irgendwelche Verleumdungen oder Lügen verbreiten und derjenige, das Opfer in Anführungsstrichen, ist fassungslos, weil diese Botschaften, die wiederholt dann gepulst werden, überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. So, drittens hast du immer oft das Element, dass du Schuld kriegst für was, ja? Also das heißt, der Initiator, ja, gerade wenn er selber Schuld hat und will sich tarnen und will die Schuld eigentlich nicht anerkennen bei sich, wird er immer jemand finden, wo er die Schuld rüber drückt, ja? Und dann bist du eben schuld, weil das Projekt nicht gut gelaufen ist in der Firma und du bist schuld, weil die Kinder nicht gut geraten und du bist schuld, warum die Familie jetzt auseinanderfällt, ja, warum die Verwandtschaft nicht mehr rund läuft. Also du bist der, der alleinig diese Schuld trägt und dadurch wirst du, ist ja logisch, wirst du isoliert und durch diese Isolierung wieder kann der Initiator jetzt hergehen und hetzt jetzt die Leute auf dich und sagt, du, schau mal, das war die oder der Böse, guck mal, was der für Fehler macht, was der sich versündigt und alles drauf auf ihn. Ja? Also das ist dann der Prozess, wo dann die Masse oder diese Teilgruppierungen, das können ja auch Geschwister dann sein, das kann die Schwiegermutter sein, die gegen die Tochter geht oder die Verwandtschaft gegen jemand, der so das schwarze Schaf der Familie ist. Diese Prozesse treten dann ein und können extremst vernichtend sein. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Suizide auch schon passiert sind durch diese Mobbing oder diese gruppendynamischen Prozesse.
Gut, wo ich noch einen ganz winzigen Blick nochmal mit euch drauf lenken will, ist die Königsdisziplin der Zersetzung und Spaltung, weil die wird euch auch auffallen, wenn ihr mal die Augen ein bisschen aufklappt. Das ist die Multiteilung. Ja? Das ist Königsdisziplin deswegen, weil ich jetzt hier eine Abfolge von Teilungen vornehme. Ja? Also nehmen wir mal an, ich bin psychopathisches Hirn und ich will irgendwas zersetzen. Ich will ein Team in meiner Firma zersetzen, weil die mir zu nahe kommen oder weil die meine Fehler sehen und ich will das nicht. Dann ist es so, dass quasi wiederholt irgendwas geteilt wird. Also erst Rot-Grün gegen Grün und dann gegen kariert gegen geblümelt und dann haben wir die Kurzbeinigen gegen die Langbeinigen und dann haben wir die Runzeln und die gegen die Dünnen. Ja, also das, du siehst, es wird sich immer wieder auseinander dividieren und das ist ein hochdestruktiver Prozess. Er ist praktisch konträr zum Lebensprozess. Schau mal, wenn du eine Eizelle hast, ja, und die teilt sich. Dann teilt sich wieder, bis du irgendwann nach 9 Monaten ein hochentwickeltes, fantastisches System eines Menschen hast, ja, ein abgeschlossenes System, das raus ins Leben geht. Und wenn jetzt jemand destruktiv veranlagt ist, er ist bösartig, er will eine Gruppe oder ein Team oder irgendwas zersetzen, dann wird er sich nicht damit zufrieden geben, dass er einfach nur einen Spalt reinmacht. Das ist ihm zu wenig. Sondern er wird wie Grieß, wird er dich zermahlen, wie Getreide zwischen 2 Mühlsteinen, wird er dich zermahlen, dass das ganze System sich immer mehr aufreibt, aufspaltet, bis lauter kleine Krümelchen noch übrig sind. Weil die kleinen Krümelchen, die sind, ja, die sind ein Nichts, die können auch dann nicht mehr überleben. Das ist quasi, stell dir vor, das ist wie, ja, das ist wie wenn du einen Apfel hast, ja, dann halbierst du den und die Hälfte wird wieder halbiert und das Viertel wird wieder halbiert. Das haben, können wir ja auch jetzt im Tages- oder gesellschaftlichen Gestehen sehr stark wahrnehmen. Und dann sind irgendwann hauchdünne Scheiben übrig und die kannst du gerade in der Pfeife rauchen, weil als hauchdünne Scheibe in der Gesellschaft kann ich nicht mehr überleben. Ja? Ich bin ein singuläres Wesen und der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Also das heißt, ich kann die Menschengruppe vernichten, wenn ich sie in ihre Einzelteile zerlege. Ist das so auf die Kurze so ein bisschen nachvollziehbar? Ja? Gut, also das heißt, wo ist denn dann jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, was kann ich denn machen? Jetzt, wenn ich jetzt sehe, da spaltet jemand, da versucht jemand einen Keil reinzuhauen, da hat jemand instrumentalisierte Leute, die er vorschickt. Also wir haben es ja zum Beispiel auch in Familien, wo zum Beispiel die Kinder vorgeschickt werden, weil sie manipuliert sind und müssen da als Spitzel arbeiten oder als Spion arbeiten und müssen die Infos rüberziehen. Ja? Also du hast es ja eigentlich überall. Und wenn du jetzt sowas hast, ja, was kann ich tun? Also das Erste, und deswegen will ich euch diesen Schritt hier ja auch in dem Video ein bisschen aufzeigen, das Erste ist immer, du musst kapieren, was die Methode der Zersetzung ist. Dass hier separiert wird, dass hier jeder gegen jeden aufgehetzt wird, dass du isoliert wirst gegen deine Verwandtschaft. Ja, ich muss es erkennen und muss auch die Beweggründe und die Schritte kennen. Ja? Das Zweite ist, dass du es benennst. Dass du sagst, oh Junge oder Mädel, ich sehe, dass du spaltest. Ich sehe, dass du den Keil reintreibst. Verstehst du? Du musst benennen, ja? Und die dritte Sache, und da bin ich, also ich meine, ich bin immer so ein bisschen zuversichtlich. Ich glaube ja irgendwo ans Gute der Prozesse oder ihr wisst ja, ich bin auch im christlichen Glauben sehr stark eingebunden. Wenn du, stell dir mal vor, du hast jetzt Bruchsteine, ja? Also das ist jetzt irgendwo, sind jetzt lauter Bruchsteine, die liegen da wie so ein Haufen vor dir. Oder diese, wie heißen die, Porphyrsteine, glaube ich, oder? Die, wo du die Garageneinfahrt da so, weißt du schon, so auslegst, ja? Was würdest du denn machen? Du hast jetzt einen Haufen Bruchsteine und willst die wieder verbinden. Was brauchst du? Du brauchst ein flexibles, fließendes Element. Du kannst das mit Sand machen. Du kannst aber auch Flüssigmörtel reinschmieren und kannst vorsichtig diese Dinge so wieder ein bisschen anpassen, dass es wieder zueinander gehört. Also wir brauchen ein fließendes Element. Oder wenn du Kakao hast oder du hast gefriergetrocknete, die Kügelchen da, die Kaffee vom Kaffee, diese gefriergetrockneten Körner, ja, brauchst du auch wieder ein fließendes Element. Du brauchst Wasser, du brauchst eine Flüssigkeit, die das wieder homogen macht, die das wieder gleich macht.
Und lass mich das in einem Bild ausdrücken. Für mich ist dieses fließende Element, also wenn wir unsere Gesellschaft auch retten wollen, ist die Zuversicht, die Liebe, ja, ein geistiges Fließen, ein fließender Geist, wenn du so willst, ja. Das kann die Liebe sein, das kann können deine ethischen Werte sein oder wie bei mir, ich bin im Glauben und ich glaube, dass wenn du da zuversichtlich bist und an die guten Werte glaubst, ja, kann das verbindend wirken. Das heißt, dass du auch mal runterschluckst, dass der andere Ecken und Kanten hat, dass du mal runterschluckst und es mal gut sein lässt, dass der da eine Spitze hat, die dir nicht bequem ist, ja, weil gemeinschaftliches, gutes, in einem guten Geist denkendes Zusammensein kann auch Bruchstücke wieder zusammenfügen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu philosophisch war, ob man das nachvollziehen kann. Ich denke dann immer laut und dann kommen da so Bilder und dann weiß ich aber nicht, ob ihr das so ganz nachvollziehen könnt. Ne? Gut, also das so ein bisschen Bemerkungen zur Spaltung, zur Splitterung und ich möchte es euch wirklich auf den Weg legen. Macht mal die Augen auf und guckt mal, wo ihr alle separiert werdet, wo ihr isoliert werdet, um euch zu schwächen, um euch klein zu machen oder gar zu unschädlich oder zu machen oder zu eliminieren. Ja, es lohnt sich, weil es ist eines der Hauptprozesse oder eines der Hauptwerkzeuge hochnarzisstischer oder psychopathischer Persönlichkeiten, Menschen voneinander zu separieren, um sie dann so zu schwächen, dass sie eigentlich fast umkommen. Ja. Gut, das ist so ein bisschen meine Überlegungen dazu. Ich hoffe, es hat euch ein paar Impulse wieder gegeben. Ihr könnt ja, weil manchmal bin ich ein bisschen schnell in meinen Gedanken, könnt es ja nochmal angucken. Freue mich wieder über eure Kommentare, wenn ihr zu dem Thema wieder was drunter schreibt. Ich freue mich auch wieder übers Däumeln, sage ich ja immer dazu. Ja. Und teile die Videos wieder. Wir wissen ja nicht, wie lange das noch gut geht hier mit dem Social Media und schaut, dass ihr halt das an Leute teilt oder verteilt, wo ihr das Gefühl habt, das bringt demjenigen was oder wir können es dadurch besser in die Reichweite bringen, weil wir sind ja auch sehr stark gedrosselt momentan. Alles, was scheinbar so ein bisschen in die aufklärerische Richtung geht, wird, glaube ich, sehr stark jetzt inzwischen ausgebremst. Ja? Also deswegen bin ich auch ein bisschen auf euch angewiesen. Und so wünsche ich euch alles, alles Liebe. Ich denke, dass ich Sonntag nächste Woche wieder auftauche aus dem Kasperltheater, sage ich ja immer. Ne? Ich wünsche euch alles Gute in euren Tag. Danke für eure Zeit, eure Susanne Lorei.